Früher ging Krieg so. Heute geht Krieg immer noch so. Aber auch so. Schadsoftware, Viren und Würmer. Sie sind die Agenten von heute. Sie heißen Stuxnet oder Flame. Sie spionieren und sabotieren. Die Software entert den Rechner des Feindes, liest und hört alles mit, aktiviert und deaktiviert selbstständig, wie es gerade passt. Stuxnet hat sich iranische Atomanlagen vorgeknöpft und 1000 Zentrifugen zur Urananreicherung außer Kraft gesetzt. Jede fünfte. Experten fürchten, die Aktion hätte auch einen atomaren GAU auslösen können. Wer steckt dahinter? Wahrscheinlich haben die USA und Israel Stuxnet entwickelt. Flame soll hauptsächlich im Nahen Osten aktiv sein. Genau weiß man's nicht. Ein Virus ist eben keine Rakete mit Abschussbasis und Landesflagge drauf. Dafür kann ein Virus Raketen aktivieren. So wird der Cyberwar auf einmal ganz real.